So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu ARK. Heute Versuch Nummer 2, Easy Underwater. Wir haben über Silo ein wenig gelevelt. Wir haben gerade gefühlt eine halbe Ewigkeit hierher gebraucht. Und ich bin sehr gespannt. Also hält gut was aus. Wir haben mit dem Alpha Megalodon gefühlt und ein Alpha Mosa. Beim Alpha Mosa mussten wir uns vielleicht ein paar Mal zurückziehen und heilen, aber es hat funktioniert. Und jetzt suchen wir gerade wieder den Eingang zur Easy Underwater Cave. Da müsste, glaube ich, hier vorne sein. Tappen wir noch mal ein bisschen Stamina nach. Und ja, ich glaube, den Eingang schaffen wir. Wenn da nicht direkt ein Alpha Mosa ist oder etc. Ne? Und ich habe mir ein Foundation eingepackt, ein Bett eingepackt. Könnte man den Basilo auch zur Not da lassen. Und zwischendurch wieder farmen. Ich weiß noch nicht genau, ob wir das so machen oder nicht. Da müsste doch irgendwo der Eingang sein. Ist das der hier? Ja. Das sieht nach dem Eingang aus. Ich hoffe, ihr seht was. Es ist sehr, sehr dunkel. Es ist leider Nacht. Aber probieren wir es. Das Positive ist, wir müssen die Drops ziemlich gut sehen. Oh, Lex, Cave Lex. Da ist der Manta. Die leuchtet ziemlich hell, was mich sogar blendet. Sind hier viele Quallen. Aber die sind kein Problem. Die können mir nichts. Haha. Ich habe keine Chance. Leuchtet so komisch rot da vorne. Das sind aber die Pflanzen. Ich habe aber noch keinen Drop gesehen. Ja, ist ja gut gefallen. Oh, was ist das denn? Okay, wir spielen heute in Schwarz-Weiß. So, da geht's weiter. Ich würde jetzt hier aber ganz gerne schon mal das Bett platzieren wollen. Einmal ganz kurz alles reinpacken. Wir müssen es einmal zurückporten. Ich glaube, die Rexe braucht noch ein Imprint. Oh Gott. Foundation. Bett. Fast Travel. Einmal zur Base bitte. Das ist schön. Kleiner Notfall-Port quasi. So, die Ryognata hat noch eine Stunde. Ihr habt noch 22 Minuten? Ach nee, euch konnte ich verpaaren, ne? So war das. Genau, ihr könnt euch paaren in der Zeit. Können wir schnell irgendwo was essen. Sind wir nicht gleich in der Cave hungrig. Aus dem Futtertrog. Schön aus dem Futtertrog essen. Und dann gehen wir direkt zurück. Hier war das. So. Dann versuchen wir mal die Cave weiterzumachen. In der Hoffnung, wir finden noch was Schönes. Die Pflanze hat mich gerade ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Wo geht's hier durch? Hallo?
Ich habe noch nicht einen Drop gesehen. Und ich habe mich verschwommen. Nee, hier lang, ne? Da ist nichts. Moment. Wenn das rot leuchtet, kann das nicht gut sein. Ich würde behaupten, da ist ein Alpha an der Wand. Oh Gott, sind die viele Aale. Ihr könnt mir nichts. Scheiße. Sorry. Tut mir leid. Aber die ziehen ein gut Leben ab, muss ich sagen. Na gut, waren noch ein paar. Und sie sind auch Level 200. Teilweise. Mit Mate Boost. Aber gleich haben wir sie. Schockt mich ruhig, es schockt mich nicht. Dieses Alpha-Leuchten da, das ist mir nicht geheuer, muss ich sagen. Ich hoffe, der ist nicht hoch. Oh Gott, wieso mache ich dir nur 77 Schaden? Achso, wegen dem Alpha-Buff. Ja, das erklärt's. Das erklärt es natürlich. Okay, also Fleisch ist nicht das Problem in der Höhle. Ist halt die Frage, können wir dem Alpha da ausweichen, wer auch immer da in der Wand steckt. Hier ist ein blauer Drop. Wow, Mantas, wo kommt ihr denn her? Die machen richtig Schaden. Shit. Ach du Schande. Ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande. Komm mal zurück. Rückzug, Rückzug. Wir müssen das alles ein bisschen splitten. Ach du meine Güte. Können wir das überhaupt splitten? Schaden gemacht. Oh, warum sind die auch alle so hoch vom Level her? Ich hab's mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Ja, der Basilar hat 12.000 Leben, ist es nicht. Aber wir haben jetzt nur noch die Hälfte. Dort war ein Manta. Den haben wir, glaube ich, weggebracht. Wenigstens habt ihr hier nicht den Alpha-Buff. Da kommt wieder, bitte. Ich würde das auch gerne den Rest von euch fertig machen. Ja, dann müssen wir mal ein bisschen Fleisch reinhauen. Eieieiei. Shit. Ich dachte, ich könnte ihn hier stehen lassen und wir können zwischendurch mal wieder ein bisschen farmen.
Ah, dem ist nicht so. Heute nicht. Was ist das? Manta. Blöder Manta. Jetzt. Du bist ein Verbündeter von Basilo. Kannst du doch nicht machen. Ich muss hier mit ein bisschen mehr Leben rein. Wenn ich nur 6000 nehme, bin ich gleich down. Tut mir leid, deswegen heilen wir jetzt mal ein bisschen hoch. Und sehen danach weiter. Ich meine, da unten war ein Drop. Waren bestimmt auch schöne Drops und man könnte natürlich jetzt immer den Anfang der Cave looten, wenn da ein Drop wäre. Und immer wieder zurückporten, bis man irgendwann was Gutes hat. Wäre auch eine Option. Achso, übrigens, als wir den Alpha-Moser gekillt haben, haben wir einfach 100 oder 200, bin gar nicht sicher, Black Pearls gekriegt. Das ist ziemlich nice. Damit können wir dann ziemlich gut, wie heißen sie? Die Gasmasken herstellen. Das heißt, wir können auch wieder weiter in der Swamp Cave farmen, was ziemlich nice ist. Oh, wir haben echt wenig Leben. Bis 8000 machen wir den jetzt noch hoch. Ich will ja nicht gleich wieder sterben. Den Basilo will ich schon gar nicht verlieren. Ich kann noch ein bisschen von dem Fleisch reinfüttern. Das gibt doch bestimmt mehr. Und geht schneller. Geht wesentlich schneller. Und dann füttern wir einfach mal diesen Stack kurz durch. Vielleicht schaffen wir es auch auf 8,5. Vielleicht sogar mehr. Tja, die Folge besteht aus Feeding. Das ist eine Feeding-Folge. Aber diese Masse, die da gerade auf mich zukam, die hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. So, vorsichtig weiter rein. Und wenn möglich, diesem Alpha hier ausweichen, falls der mal aus der Höhle, aus der Seite raus ploppt. Der Hai ist auch nur Level 100, ein Manta ist okay. Ein Aal ist auch okay. Solange es nicht die Masse ist. Das Blöde ist, die haben ja einfach diesen Alpha-Buff durch den hier in der Wand. Deswegen fressen die ja noch kaum Schaden. Deswegen dauert es halt noch länger. Naja, aber vorsichtig einfach durchkommen. Einfach dann. Sollte es irgendwann funktionieren. So. Oder vielleicht vom Alpha ein bisschen weg. Das heißt, wir machen auch, ich glaube, den doppelten Schaden allein schon dann. Ja, wagen wir es mal abzusteigen. Krasser Track-Sattel. Muss man erstmal haben. Ob man den braucht, ist die andere Frage. Megalodon 190. Hast du noch einen Alpha-Buff? Ja, hast du nicht, ne? Ja, sehr schön. Dann geht's etwas flotter. Und alles nach und nach. Ich will es ja nicht zu krass machen. Dass wir so viel wieder auf einmal haben. Kommt schon der nächste an mit Level 190. Und noch einer. Level 260.
Aber gut, die machen da halt wirklich nur relativ wenig Schaden im Vergleich. Jetzt haben sie leider wieder Mate Boost. Wobei es sind hier bei dem noch 16, 13 Bisse. Das ist sehr risky. Aber wenn wir irgendwann mal wirklich einen guten Basilo finden, ich glaube, dann wird das alles viel, viel einfacher. Also zumindest, wenn wir da ein gutes Breeder-Pärchen irgendwann mal haben. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es in der Hard Underwater Cave ist. Okay. Da sind die Aale. Hinter mir auch. Und weil. Ach du Schande. Ach du Schande, wo kommt ihr denn auf einmal her? Ach du meine Güte. Ich glaube, das könnte unser Ende sein. Wenn wir hier nicht rauskommen aus dem Moshpit. Das wird sehr knapp. Die haben einfach sehr, sehr viel Leben. Wir stuck total fest. Kommt schon. Ach du Schande. Das wird weniger. So viele sind es nicht mehr. Ihr seht das rote Leuchten um den guten Basilo drumherum. Das heißt nichts Gutes. Durch diese Bags da drumherum an. Ach du Schande, ey. Du ahnst es nicht. Einen haben wir noch. Will ich zumindest einmal an die Oberfläche schwimmen. Was da so ist. Aber ich muss es safe hier unten haben. Da ist ein Manta. Der muss noch weg. Wo ist die Qualle? Ein paar Mantatzen. Die auch wieder super viel Leben haben. Beziehungsweise super High Level sind. So, Quallchen. Aber für das, was wir machen, aber bisher nur ein Drop, ne? Scheiße, dann sind denn die Viechers drin. Was ist das denn? Ja gut, dann kommen wir da so nicht drum rum. Dann haben wir keine Wahl, dann müssen wir runter gucken. Aber vorsichtig bitte. Ich will da nicht rein. Ein Aal. Einer ist gut. Einer ist genau die richtige Anzahl, die ich brauche. Wir müssen was sehen können. Aber unser Spyglass zeigt auch nichts an, ne? Oh Gott. Hier sind auch Fledermäuse drin.
das ein Drop? Black Blueprint. Den müssen wir holen. Ein Aal. Ein Aal ist okay. Zu viele Aale. Zu viele Aale. Zu viele Aale. Zu viele Aale. Schwimm. Schwimm. Rückzug. Rückzug. Ein Flag Blueprint. Das hätte ich gern. Zumindest schon mal eingepackt. Ob wir es irgendwann mal mitnehmen, ist die andere Frage. Anschaut. Töte sie. Töte sie. Töte sie. Was habe ich mir hier noch angefangen? Wie viel Leben habt ihr denn bitte? Hui, 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 hui. Wir können leveln. Und wir haben eine Menge Fleisch dabei. Okay, die alle sollten schon mal weg sein. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres drin. Dann können wir jetzt zumindest noch den Drop gönnen. Was ist dann noch? Megalodon. Mantatzen. Die sind ja schnell weg. Da kommen noch Megalodon. Alles für einen Drop. Alles für den Dackel, alles für den Knopf. Das ist auch noch alle. Ich glaube, der Hai heizt die ganze Zeit hoch. Wenn wir den weg haben, können wir einfach schnell absteigen. Der ist stuck, glaube ich. Okay, Qualle. Da können wir nicht absteigen. Manta. Was ist, wenn ich absteige? Kommen wir ran. Oh, Hosen. Gib sie mir. Okay, wir gehen zurück. Und gucken, dass wir den da vorne abstellen. Der muss ich erstmal hochheilen. Der Basilo. Das wird zwar länger dauern, aber dann könnte man zumindest vorne halt die Blueprints weiter abfarmen. Weil hier hinten ist echt übel. Das ist richtig übel. Wir können die Sachen im Basilo parken und irgendwann mit dem rausschwimmen. Ich habe da eine Flosse gesehen. Das ist, glaube ich, ein Hai. Aber an dem kommen wir vorbei. Level 30. Okay, das geht noch. Den würden wir auch wegkriegen. Haben wir schon mal gemacht. Allerdings würde ich jetzt erstmal ein bisschen hoffen, dass wir noch ein bisschen mehr Leben kriegen. Dann gucken wir am Eingang nochmal. Alter Schwede, ey. Easy Underwater, ja. War auch schon mal einfacher. Ich meine, mit Laufgeschwindigkeit oder mit Geschwindigkeit, die du auf die Dinos skillst, war das doch, glaube ich, wirklich sehr simpel. Wenn du jetzt nicht von einem Aal getroffen wirst, aber alles andere... Boah, Leckenfalter.
Das Blueprint für die Hosen ist ziemlich nice. Das holen wir uns auf jeden Fall irgendwann ab. 5000 Leben hat er noch. Können wir nicht alles hier reinpacken. Das ist noch ein Eichen. Einer ist okay. Zweiter ist vielleicht auch noch okay. Das reicht dann aber. Kommst du bitte wieder? Falle jetzt nicht. Also ohne die Basilus ist, würde ich behaupten, unmöglich. Manta, Manta, Manta. Aal, Aal, Aal. Qualle, Qualle, Qualle. Hi, hi, hi. Oh Gott, wo kommt ihr denn auf einmal her? Ne, 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 ne. Auf den letzten Zügen tötet man Basil jetzt hier nicht. Aalzucht, das wäre doch was Feines. Sie können sie reinschicken, auf aggressiv niemand einzupacken. Okay, du kommst noch zurück und dann. Dass die auch immer so in so einem Moschpit direkt sind, so 20, 30 gefühlt. Ja, du bist vielleicht etwas voll. Vielleicht feeden wir dich noch. Deswegen lass es erstmal drin. Wir rühren dich jetzt erstmal so weit wie möglich nach oben. Wir hätten vielleicht noch ein paar Wände mitnehmen sollen oder so, dass wir dich hier einbauen. So ein Tor oder so. Aber egal. Wir haben ein gutes Blueprint geholt. Das war doch schon recht erfolgreich. Ich werde mich zurückporten, imprinten. Weiter geht's.